Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Horizon Zero Dawn hier. Frohes und Wilds. Ja. Schön, dass ihr einschaltet. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir hier die Monster erledigt. Hatte aber dann nicht gespeichert quasi. Deswegen sind die Monster irgendwie weg. Aber die Leichen leider auch. Aber egal. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Da ist wahrscheinlich irgendwelche Dooms zu looten. Gucken wir uns hier nochmal gerade um. Das ist auch schon wieder so ein gelbes Rohr. Vielleicht gibt es hier noch irgendwie ein bisschen Pilz. Aha. Auf Vorräte. Hier geht auf jeden Fall eine Leiter hoch. Ohne Leiter hoch. Naja, hoffen wir mal, dass da unten nichts mehr großartig war. Ein bisschen Vorräte hier. Es ist nicht mehr weit. Was geht denn hoch hier, mein Lieber? So, hier ist jetzt die Tür und Spalt offen, aber wir passen durch. Und Pilze. Und Gegner. Ach du Jemini. Bären, Versänger, was ist das? Beim letzten Besuch kämpften wir uns hier durch. Aber Maschinen überrannten uns. Das sehe ich. Wir gaben nach. Verloren Bestände. Und erlitten Verluste. Nun müssen wir siegen. Mit zwei Kriegern und einer schutzlosen Schamane. Aloy ist kein gewöhnlicher Krieger. Eben, ich bin richtig krass. Außerdem könnten wir diesen Weg nehmen. Da oben sind Maschinen, aber auch Deckung. Wir bleiben unentdeckt. Für eine Weile. Ach, einfach drauf. Na schön. Ich hab verstanden. Jetzt folgt mir einfach. So, Moment. Wir waren auf dem Pilz. Feuer gezeigt. Speichern. So. Gucken wir uns das mal an jetzt. Was läuft denn hier alles? Also. Behemoth. Ach, Behemoth. Das hatten wir auch lange nicht mehr. Versänger. Ja, und da oben sind auch noch irgendwelche Viecher. Pircher, natürlich. Ich weiß nicht mehr, Behemoth. Kann ich die, wie waren die drauf? Das kann ich irgendwie nur so ans einschätzen. So die Frage, ob ich vielleicht tatsächlich Ihmchen hier benutze. Und zwar auf dem Feld, da können wir beide benutzen, je nachdem, weil das Blitzding benutze ich ja eh relativ selten. Aber treffen wir von hier, ist auch die Frage. Schon, ist allerdings weniger Damage als ich dachte. So, hier bin ich. Da kommt der Hochsprung. Dein Ernst? Alter, krass. Okay, jetzt habe ich mich hier runtergebomst. Ey. Das ist natürlich nicht geil. Das wollte ich eigentlich nicht. Huch, jetzt sind beide hier unten. Mich verarschen. Ja, das ist natürlich jetzt aber so unfair, muss ich sagen. Wäre geil, wenn du mal schießt jetzt. Ist klar. Ich glaube, für Eisen kannst du halt einfach vergessen. Okay. Das aber allerdings auch.
Ja, das ist... Also, da man die meiste Zeit einfach nicht kämpfen kann, weil die mir einen irgendwie rumschleudern, ist natürlich nervig. Und dass die da hochkommen, hätte ich jetzt tatsächlich dann auch nicht gedacht. Naja, letztlich, das Ding macht schon Damage. Also, ich würde es trotzdem weiter erstmal reinnehmen. Aber vielleicht sollte man auch mit dem Feuer nochmal überlegen. Wir können auch mal den Weg da ausprobieren. Da haben wir einen Pürcher. Ist halt alles optional. Aber da kommen die vielleicht wirklich da nicht hoch. Das ist schon nicht so schlecht. Der Pulcher hier. Da sind auch mehrere. Wenn man den richtig trifft, ne, dann ballert der da aber auch den Schaden raus. Das ist nicht schlecht. Gelegen. War das da hinten auch ein Pürcher oder war das was anderes? Das ist kein Pürcher. Wieder. Ich bin doch gerade am Wächter. Wo ist der denn jetzt? Das hat ja fast Luftball, wenn ich immer. Gut. Okay, das war jetzt das optionale Ziel. Kann ich denn das andere... Genau. Was ist denn Ihr Weg? Was genau ist denn Ihr Weg? Eigentlich sind. Ich sehe die gar nicht, die Gegner. Ah, ich kann sie von hier treffen. Fangen wir endlich an. Ich weiß halt nicht, ob die hier hochkommen irgendwie. Wie kommen die hier hoch? Scheint mir ja fast nicht so, allerdings dann die Frage, ob ich die von hier erledigen kann. Wenn die da die ganze Zeit rumjuckeln. Boah, guck mal, ich hab den aber direkt das Ding da unten weggebämst da. Immer noch nicht down? Alter, das stimmt nicht. Der ist tot. Ein Versänger ist tot. Das ist doch schon mal nicht allzu schlecht. Wow! 1000 Damage, ey. Wow. Behemoth, der rennt hier rum. Das ist durch den an den Dinger da wahrscheinlich. Das ist ganz geil.
einen Hintern. Das sehe ich da leider nicht. Ja, ich wieder zurück. Hier wieder dran. Ich zweifle, dass das funktioniert. Also. Da näher ran jetzt. Was? Was ist das für ein Witz? Och Mann! Wir müssen halt schon sitzen, wenn ich damit was mache. Behemoth ist doch down. Er muss doch down sein. Geil. Okay, der ist auch down. Müssen jetzt beide down sein. Das eine optionale Ziel ist auch wieder weg. Aber das wollte ich mir ja nicht nehmen lassen, die hier noch wegzubremsen. Bitte. Guck mal, hier gibt es auch eine komische Waffe. Nehmen Sie an. Und geile Ludi her. Wir haben überlebt. Ich weiß nicht, was da schießt oder ob das oben die Dinger sind einfach. Vorsicht, oh, mehr Maschinen. Ich habe das nicht gerechnet. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so fair. Was ist das denn eigentlich? Ist das Bär? Bär. Genau. Ach, geh doch halt einfach weg! Die geht nicht weg. Ich bin gefangen. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Guck mal, jetzt ist er eingeeist. Das heißt, er hat keine Muni. Jetzt müsste es eigentlich nochmal richtig Damage machen.
Boah! Ich das Ding einfach nehmen. Nice. Der hat keinen krassen Loot? Was ist denn das für einer? Ich will halt hier nicht weggehen, ohne dass ich hier nochmal gekriegt habe. Schnee rennt die echt, als hättest du die Hosen voll, ne? Das ist schon krass. Das ist da hätte ich schon fast übersehen hier. Gibt's auf der anderen Seite bestimmt auch. Oder nicht? Na gut, dann gehen wir weiter. Ein bisschen looten hier. Und hier gibt es zum Glück auch noch ein paar Pilze. Zwei Sackerl voll. Wer hat denn jetzt hier wieder irgendwas gedrückt? Was hat denn hier? Es braucht mehr als Licht, um mich zu erschrecken. Dort. Unten. Die Tür zum Raum. Neues Metall. Totes Metall. Vorher konnten wir nicht vorbei. Aber diesmal schon. Das müssen wir. So. Erstmal schön Holo hier. Es ist nicht alltäglich, in einem aktiven Vulkan Cocktails zu trinken, oder? Und ich kann es ihm wirklich nicht verübeln, dass er trinkt auf der Arbeit. Nichts von dem funktioniert. Ohne unseren hochgeschätzten Direktor Kenny Chao. Also, auf dich, Kenny. Der Sänger, oder? Nur dank dir schläft die Lust und Caldera. Okay, Sion. Was ist die neueste Zahl? Der aktuelle Stand ist 1654. Wow, darauf trinken wir zusammen. Auf 1654 weitere Jahre ohne eine Eruption. Das war die Stimme. Den alten. Die Tischrede. Ich konnte aber nicht ganz verstehen. Du hattest recht, Orea. Dieser Ort sollte Schreckliches aufhalten. Das tat er. Und die Stimme. Ich glaube, langsam weiß ich, was sie sein könnte. Die Tür ist jetzt offen. Wir können durch. Ja, ja. Ist die Frage, ob wir hier direkt runtergehen? Genau. Das war eine gute Jagd.
Wer hat das gerufen? Alter, was? Das ist doch lächerlich. Scheiß da drauf. Ich hab mich versucht. Ja, genau. Springt er wieder einfach. Ja, genau. Mein Gott. Schnell genug, um mich zu erwischen. Jetzt hab ich den angeschossen, ey. Das ist viel zu wertvoll. Okay, jetzt hier kann ich überall lang. Kann ich nicht in die Lava. Riesenareale, das ist schon, finde ich ja nicht so geil. Den kann ich aufmachen. Ist das von eben? Komme ich da einfach dahin, wo ich eben war? Kann ich mir jetzt vorstellen. Ja. Ist das hier wieder zu? Hör auf! Aha, das sieht mir nach so einem Epsilon-Dings aus. Oder? Kein Platz. Könnte sein. Hab ich da Bock drauf eigentlich? Nee. So richtig. Der Bierwagen. Na gut, dann. Vielleicht kommen die ja mit.
bereit machen. Jetzt von hinten? Also doch. Wo ist er? Ich kann wieder nicht schießen. Alter, er ist kurz vor Eis. Ach Mann! Ja genau, ich wollte mich gerade healen, ey, es ist so lächerlich, es war so gut. Okay, die Folge ist zu Ende.